Seid gegrüßt, meine Freunde, euer Seat Berg am Start mit einem neuen Video für euch und auch zugleich einer neuen Videoreihe. Wir sind auf dem Char, den ich vorbereitet habe. Das Video ist schon online für euch, wie ich meine Chars vorbereite, um Builds für euch zu machen. Diesmal ist es kein Build, sondern ein Waffenvergleich. Ihr werdet gleich 1, 2 Bossfights sehen und meinen Lieblingsmob. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Und da gehen wir auch schon in den Bossfight rein. Sehr schön. Wir triggern ihn mal und gucken mal, ob wir hier viel ausrichten können. Ah, der kippt ja tot um. Das ist doch sehr, sehr schön. So muss das aussehen. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Boss. Und da sind wir auch wieder. Wir haben den ersten Boss wirklich mit Gravur gemeistert. Ihr kennt das ganze Spiel ja, wer als erstes buffen war, beispielsweise Goldener Schwur, dann Flamme gibt mir Kraft. Jetzt können wir auch mal sagen, wir gehen auch mit Doppel-Katana, also mit Doppel-Rivers of Blood rein. Erstmal gehen wir hier, skippen wir diese Cutscene und laufen direkt auf Godric zu. So. Und auch Godric hat keine Chance. Direkt gewonfaced. Besser kann es nicht sein. Dann lassen wir den mal eben ausreden und wir gehen dann gleich zu meinem aller Lieblingsmob. Godric, nimm's mir nicht böse, aber du laberst mir ein bisschen zu viel. Ah, sehr schön. Und jetzt gehen wir einmal wirklich zu meinem aller Lieblingsmob und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Bis gleich. Und auch hier sind wir angekommen. Wir befinden uns im geheimen Schneegebiet etwas weiter oben von Ordina, der Stadt der Liturgien. Je nachdem, ob ihr meine Videos verfolgt oder nicht, kennt ihr diesen Mob auch. Wir buffen uns natürlich als erstes wieder mit Goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Dann stealthen wir einmal, können uns den Mana-Pot reinziehen und backstabben ihn einmal. Bumm. Das war sehr schöner Damage. Und auch der macht gar nichts. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, wenn ihr jemanden habt, der euch blutige Ströme geben kann, fragt ihn, nutzt es. Wir sind jetzt hier im First Journey, also im allerersten Journey, was ja, wenn ihr das Spiel startet. Und es ist einfach brutal stark. Auch in den weiteren NGs, die ihr starten könnt, wird Rivers of Blood eine starke Möglichkeit sein. Es wird aber auf kurz oder lang durch das Plünderer Krummschwert getauscht. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Wir vergleichen Blutwaffen. Fuck. Wir vergleichen Blutwaffen gefallen. Joint meinem Discord, schaut bei mir auf Twitch vorbei. Lasst ein Abo hier auf YouTube. Let's Road to 100 Follower. Und man hört und sieht sich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut und ciao. Shooting Stars.